Hallo und herzlich willkommen wieder bei Minecraft Staffel 6 und ja, weiter geht's. Es hat sich einiges getan in der Zwischenzeit, ich weiß gerade nicht, warum der dann nicht macht. Ah, jetzt geht's. Ja, die Computer haben hier ja Berechtigung. Hier sieht man, Stufe 2 und 3 läuft jetzt bei Status 15%, das heißt, die Reihenstufe Stufe 2 und 3 ist momentan am Laufen, am Arbeiten. Wenn 100% ist, schaltet er um auf Stufe 1 und 4. Automatisch hier mit dem Computer, kriegt hier unten ein Redstone-Signal. Der kann weg. Dann der Computer liest hier unten die Gasoline-Engine aus, wie viel Fuel drin ist. Wir haben noch 28.610 drin. Entspricht auch ungefähr 28 Minuten, siehe da. Also die 28.000 ist in Minuten gerechnet, circa. Könnte man jetzt noch umrechnen lassen, bla bla bla, wollte ich nicht. Die wollte einfach nur auf den ersten Blick, aha, Fuel ist noch genug da. Das hier vorne ist ganz normal eine Item Duct Pipe, die haben wir schon einmal gebaut. Damit ziehe ich hier unten die Flakes raus, durch dieses Redstone-Signal, dann leuchtet hier hinten. Jetzt ist es aktiviert, jetzt nicht aktiviert. Hier in die Chest und hier sieht man, da ist schon einiges rausgekommen. Und dann habe ich letzte Folge vergessen, sorry. Erstmal was fressen. Wir haben ja, ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, hier 5 Erze reingeschmissen. 5-mal Gold. Ich habe das hier nochmal auf die Seite extra getan. Wir haben das, Eisen. 5 Eisen reingeschmissen und das haben wir rausbekommen. Das heißt, wir haben das 4-fache rausgekommen, also 4,5-fache fast. Also ich sage mal, ja, zahlt sich aus, oder? Es dauert ewig, aber das 4-fache rausbekommen. Wenn wir noch mehr Glück gehabt hätten, hätten wir das 5-fache rausbekommen. Haben wir aber leider nicht, aber okay. Halb so schlimm. Ja. Dann habe ich noch draußen, ich weiß gar nicht, hier, das habe ich alles schon gezeigt, gell? Ja, ziemlich laut, weg hier. Ja, den Heim habe ich hier hingestellt. Und hier draußen hat sich auch was getan. Ich habe angefangen, ein neues Haus zu bauen. Naja, angefangen. Ich bin noch mitten im Bau. Einmal etwas größer, da habe ich, ich weiß gar nicht, wie viele Stunden ich da schon dran gesessen bin. Die ganzen scheiß Steine da. Muss ich hier alles brennen und dann muss ich wieder Cobblestone farmen gehen, dann wieder brennen, dann wieder Cobblestone farmen. Ja, ob es jetzt wunderschön ausschaut oder nicht, das sei dahingestellt. Hier auf der Map sieht man auf alle Fälle, das ist halt so ein Gebäude. Hier vorne ist schon ein bisschen dicker. Denn ich habe schon da oben ein bisschen die Schrägen drauf, das Dach sozusagen, angefangen. Wie gesagt, ob es schön oder nicht schön ist, ja, egal. Hauptsache, wir haben wieder Platz. Hier kommen dann jede Menge Maschinen rein. Große. Hier oben schön mit Glas. Platten hier habe ich müssen leider Glas nehmen, weil wir so Ecken brauchen, die wir hier nicht haben. Dann, ja, was habe ich noch? Ah, ich habe den Tunnel gebaut, was ich mal mit euch geredet habe. Baut man ja ziemlich einfach mit einem, ich habe mit Advanced Motor, nicht den normalen, Advanced Circuit, eine Batterie. Die Batterie craftet man dann wieder auf verschiedenen Materialien. Und so Schaltkreise, ja, ist auch keine Kunst. Kann man sich ja selbst dann anschauen. Dann habe ich den noch geupgradet mit 3x3, das heißt, ich kann jetzt, wenn ich Rechtsklick mache, links unten seht ihr schon, aktiviert 3x3, nochmal deaktiviert, drücke ich Shift-Rechtsklick, kann ich Drill Speed, dann kann ich einstellen, wie schnell. Also hier habe ich eine Geschwindigkeit von 4, 8, 12, immer Rechtsklick. 16, 20, 24, 30, 40 ist das höchste. Dann fängt er wieder bei 1 an. Stufe 7. Shift-Rechtsklick kann ich wieder 3x3 oder 1. Was das ist, kann ich einmal kurz zeigen. Map Mining. Da habe ich ja irgendwo schon angefangen. Hier. Da war ich eben Cobblestone farmen. Habe ich ja gerade früher gesagt, dass ich das musste. Wenn ich. Okay, jetzt macht er gerade nichts. Warum auch immer? Weil ich weit gereist bin. Nur in Beine aufnehme. So, wenn ich ihn deaktiviert habe, kann ich ganz normal einen Block nach dem anderen abbauen. Aktiviere ich 3x3, baue ich das jetzt ab. Erstens, die Blöcke droppen nicht, sondern sie landen direkt in meinem Inventar. 15 Cobblestone, 23 Cobblestone. Und geht relativ ratzfatz. Funktioniert bei allen Materialien eigentlich. Und so kann man relativ schnell eigentlich Erze sammeln und auch Cobblestone, weil ich habe ja Cobblestone gebraucht. Dann geht's wieder nach Hause.
Oh, da landen wir genau vor der Tür. Schon wieder ganz vergessen. Wenn wir schon hier sind, können wir gleich noch ein bisschen Cobblestone durchschmelzen. Hier und hier. Ja, wobei, hier haben wir noch ein bisschen Platz. Dafür und dafür. Guck mal, hier kann Cobblestone mal rein. Doch, geht. Kann man das Eisen hier auch gleich durchschmelzen. So. Dann habe ich offline, wie gesagt, die Macerator, Alloy-Smelter und die Wiremill gebaut. Die brauche ich ja. Damit ich die Wiremill brauche ich, um den Alloy-Smelter herzustellen. Dann hier mit diesem Mold. Geht auch relativ einfach zu bauen. Damit kann man diese Plastiksheet herbauen, wenn man da zwei reinklatscht. Warum geht das jetzt nicht? Ah doch, jetzt. Ah, haben wir einen Anzeigefehler, sieht ihr. Die Plastiksheet. Und die baut man. Die sind ja gar nicht so einfach gewesen. Mit Aktienschmetter, Sand und Plastik. Habe ich genommen. Geht dann genau ein Rezept? Nee. Und den Induction-Schmetzer und die Thermal-Expansion-Geräte habe ich auch schon gebaut gehabt. Die habe ich in einer Kiste hier. Induction-Schmetzer müsste hier irgendwo sein, da. Da habe ich Igneous Extruder, wollte ich aufstellen noch, habe ich dann aber vergessen, wegen Cobblestone, da brauche ich nicht immer farmen gehen, aber okay. Egal. Induction-Schmetzer, den habe ich ganz einfach mit einem Basic Universal-Kabel hier angeschlossen, beziehungsweise drüben dann. Es geht ja. Ja, das war eigentlich alles, was ich bis jetzt gemacht habe. Und wir haben jetzt 6 Minuten damit vergoldet, dass ich euch gezeigt habe, was ich gemacht habe. Wasser nehmen wir mit, falls ich wieder brennen anfange. Das brauche ich nicht mehr. Ja, Plastik kann ich eigentlich, weiß gar nicht, brauche ich Rohplastik auch irgendwo? Dann machen wir Plastik-Sheets draus, alles. Weiß gar nicht, 10, ja, das geht hier aus. Gerade Zahl kriegt man da raus. Zack, zack, zack. Hier haben wir einfach einen stinknormalen Generator mit einer MFE MVLV. Ist ja alles easy. Easy Jeez. So. Die Geräte hier hinten sind ziemlich laut. Da werden wir jetzt. Zwei Soundmuffler ist einfach ein Noteblock mit Wolle. Ich hoffe, dass die uns da helfen werden. Und Ruhe, sagt ja nichts mehr. Jetzt wollen wir den aber mal ab. Sollen wir den da hinten hinstellen? Na, ist nicht so leise, wenn wir den vorne hinstellen. Stellen wir den vorne hin. Dann ist da wirklich tote Hose. Tierrad hat auch noch eine Maschine. Könnte man eigentlich, aber die finde ich jetzt nicht schlimm. Die lassen wir mal. Hauen wir hier rein wieder. So, die Steine muss ich leider beibehalten, oder? Ja, ja. So, wir bauen uns erstmal einen Harvester. Den brauche ich dringend. Zweimal Scheren, Eisenplatten. 1, 2, 1, 2, 1, 2. So. 1, zweimal Scheren. Da brauche ich auch. Um hier zu arschen. Deswegen denke ich mir gerade, ein bisschen verarschen, dass ich Goldplatten hinten links machen muss. So, einmal das. Das brauchen wir auch. Oh. Einmal. So. Und. Zack. Ein Harvester. Blender, ja, brauchen wir auch. Blender. Okay, der geht. Naja, Flowerpot habe ich, glaube. Kein Brick. Clay. 16, na gut. Schmetzen wir die mal durch. Der Nachteil ist halt, wenn man das alles so in einzelnen Gebäude macht, dass man immer laufen muss. Aber okay, damit kann ich auch leben. Ich finde es aber auch cool, wenn man so ein Gebäude hat. Aber dazu habe ich eh schon eine Idee, wie wir das trotzdem alles verknüpfen. So. Einmal, zweimal Flowerbot brauchen wir da. Einmal Pisten. Wir haben nicht mal mehr. Wir haben gar kein Cobblestone mehr. Ach du Scheiße. Das heißt, schnell Warp Mining. Ein bisschen Cobblestone holen. Ich habe alles verputzelt. Ob
Tippe mal 3x3, zack, 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 ein bisschen noch einfach rumgelaufen. Kriegt man Rohstoff ja auch noch nebenbei und genügend Cobblestone. So. Schon nochmal genug für Cobblestone gefarmt, also so kann man relativ schnell farmen gehen. Coole Sache, so. So, so und dann Eisen. Auch gleich mehr machen. Und zack, ein Blender. Die zwei sind sehr gut, wenn die zusammenarbeiten. Sehr, sehr gut. So, jetzt müssen wir weiter gucken. Habe ich da einen Blender? Das funktioniert schon mal. Warum genau Harvester? Werdet ihr dann sehen. Da brauchen wir nicht mehr, das machen wir so. Den stellen wir einfach mal hier hin. Zack. Der hat jetzt standardmäßig ein 3x3 Feld. Also 1, 2, 3, 1, 2, 3. So arbeitet der. Hinten werft er aus. Und den Blender, den werden wir später erst platzieren. Jetzt werden wir mal. Der braucht jetzt mal irgendwoher Energie. Woher? So reine Energiezelle habe ich eigentlich gar keine, oder? Nee. Habe ich noch einen Generator? Petroleum habe ich auch noch. Na, ja, schmeiß meinen Generator hin. Überlegen, ja, nein, ja, nein, ja. Dann davon ein bisschen und. Da kriege ich irgendwo mehr raus, egal. Davon ein bisschen, jetzt gehen wir Bäume. Speedbäume züchten. Blub. So, was macht der Harvester? Da fällt einfach Bäume. Und da kann man jetzt einstellen, dass man auch Share Leaves. Yes. Man tut da die ganzen Leaves hier in die Kiste. Und wir brauchen ja Leaves, falls ihr das noch wisst, für unsere Dings drinnen. Okay, jetzt macht er da mehr gleich mit. Damit wir dieses Ethanol herstellen können, brauchen wir Leaves. Hier für das. Da unten muss jetzt Leaf rein. Geht, ihr glaubt das auch, oder? Würde auch klappen. Sieht's. Das latscht man dann nochmal rein. Brennen und dann bekommt man dieses Ethanol. Für unsere Supermaschine. Die müssen wir dann auch nur automatisieren. Hat er jetzt 2 und 3? Naja, lassen wir ihn einfach mal laufen. Da bekommen wir jetzt dann hoffentlich eh bald genügend Fuel. So, da fällt dann natürlich jetzt leider alle Bäume, was im Umkreis sind, aber auch egal. Soll er halt machen, wenn er sonst nichts zu tun hat. Können wir ja wieder pflanzen. Hauptsache wir bekommen hier unsere Leaves. Und der Blender, der sagt schon, der pflanzt die Bäume eigentlich wieder, aber ich glaube, den brauchen wir gar nicht. So, wenn wir den jetzt wachsen lassen. Zack, und schon ist er weggeerntet. Nächsten wieder hinstellen. Hier hat er einen internen Buffer, den kann man ja ein bisschen aufladen. Man sieht, man kann hier betreiben mit AF, Megajoule und EU. Aber die Megajoule sind nicht die von Rotarycraft, sondern von Baitcraft. Und weg ist der Baum. Hier sehen wir schon, da haben wir schon 2, 4, 5 Stacks. Das ist cool. Zack, zack, na. Auch 2. Oh, das war ein großer Baum. Und nebenbei bekommen wir sogar noch ein bisschen Holz. Auch nicht schlecht. Was uns ja natürlich eher weniger interessiert. Oder mich. Wir haben es eher auf die Oak-Samplinge abgesehen. So. Und wie gesagt, das Haus werde ich dann offline noch weiter bauen, weil wenn ich das alles in Folgen mache, dann wird im alten Grau. So. Dann, achso, das muss ich ja durchschmelzen. Den Blender hauen wir hier dazu. Die Thermal Expansion Geräte, die bauen wir uns dann hier rein. Ich muss eh noch gucken, wie wir das Ganze handhaben. Blended Harvester werden wir dann auch automatisieren müssen. Wir müssen eine Ecke finden, wo wir das hinpflanzen.
Bogen mehr da. Und weg ist er gleich. Es geht ratfatz. So, nächster, zack. Da braucht er ein bisschen länger, da ist die Energie schon weg. Aber ich denke, für den Anfang haben wir eh schon viel eigentlich. So, das nehmen wir noch raus, das packen wir hier rein. So, den ein hoch. Die anderen sollen dann selbst wachsen. Aber die Energie ist hier gleich aus. Ja, jetzt ist sie aus. Na, die letzten drei hat er nicht mehr geschafft. Egal. Lies haben wir jetzt mal, das ist gut. So. Das heißt, wir haben das mal geschafft. Können wir die noch hier dazu stecken? So. Kommen wir schön Sludge raus. Das können wir wieder durchbrennen und bekommen dann Ethanol, glaube ich, war das, oder? So. Bricks haben wir auch noch. Genau, Ethanol. Und hier müssen wir mal gucken, da wäre auch recht eine bessere Energieversorgung. Die geht ziemlich schnell zu neigen, wie man sieht. Weil allein die Windräder... Ah genau, das ist die Charging Bench, mit denen ich den Will aufladen kann. Hier sieht man ja Storage Energy... 9.728.000 von 100 Millionen. Also nicht viel, und den kann man auch mittels den Universal Kabel hier anschließen. Fertig. Dann kann man das damit laden. So, das putzelt hier schön. Das werden wir uns dann auch automatisieren. Da bin ich ja noch dran. Deswegen habe ich ja auch diese Plastik-Sheets gebraucht. Da werde ich mir dann gleich was überlegen oder vorcraften ein paar Sachen für das nächste Mal, dann werden wir das versuchen irgendwie automatisieren. Wie wir das automatisieren, weiß ich selbst noch nicht genau. Habe ich noch nie gemacht, deswegen werden wir das einfach mal testen. In diesem Sinne, macht's gut Leute, haut rein, lasst ein Like, Abo da und schaut das nächste Mal wieder vorbei. Yeah, bis dann.